Ja, wunderschönen guten Tag. Wir sind zurück im Landwirtschaftssimulator 2022 und heute gucken wir uns mal eine neue Karte an. Wir starten auf einfach. Warum, erkläre ich gleich sofort. Und mir wurde eine Karte empfohlen und zwar die Karte Galgenberg. Die sieht von den Fotos schon ziemlich gut aus und wir starten einfach mal. Wir nehmen alle Mods mit. Galgenberg selber beim Installieren der Map sagt er, okay, du musst schon diese Latte an Mods runterladen. Haben wir gemacht, okay. Und da musst du zusätzlich noch danach nochmal Mods laden. Zumindest war es bei mir so. Also nicht wundern, das sind eine Menge Mods dabei. Also sind über 10 Mods locker. Aber ist ja erstmal nicht schlecht. Gut ist immer sowas, finde ich zum Beispiel, wenn ich jetzt Elemente habe von dem Spiel oder von der Karte, die mir gefallen, kann ich sie natürlich sehr gut auf andere Karten dann umziehen. Das ist super geil. Warum starte ich auf einfach? Damit ich einfach mal sehe, mit was man hier im besten Fall startet und ja, und auch im schlimmsten Fall. Da müssen wir gleich mal gucken. Ja, Ladezeiten. Neulich wurde ich schon gefragt, ob es in die PlayStation 5 lohnt. Irgendwie nicht mehr so ganz. Egal. So, also wir starten mal hier. Ich muss mal gerade zwei Sachen schnell ändern. Das mache ich immer, keine Ahnung, warum auch immer. Und dann einmal hier noch meinen automatischen Motorstart. Genau. So, wir starten hier oben auf der schönsten Kuhwiese ever. Das sieht wirklich sehr schön aus, muss ich sagen. Ich kann sogar hier, wenn ich möchte, da haben wir mal ja schöne Kühe, ne? Eieiei. Also, das sieht schon mal optisch sehr, sehr schön aus, aber es geht sehr stark bergauf. Nur mal so zur Info. Naja, mal gucken, was es dann so spielen wird. Genau. So, erstmal einmal kurz die Karte aufmachen, damit wir sehen, was uns denn hier überhaupt erwartet. Da unten, also das hier oben gehört mir gar nicht. Fake News hier, man startet direkt mit solchen Sachen. Nein, ist ja nicht schlimm. Ich würde sagen, das hier ist eher so mein Hof, ja, definitiv. Da hüpfen wir gleich mal hin. Das sieht natürlich auch sehr nett aus hier. Oh, schön, ne? Kleiner, ein Kuh. Das darf ich jetzt nicht laut sagen. Ein bisschen Rotlicht, ein kleines Rotlichtmilieu für Kühe. So, das ist, glaube ich, politisch korrekter dann davon. Genau, so. Also, wir hüpfen mal ganz schnell in irgendein Fahrzeug, damit wir hier mal rankommen. Ach so, ich bin jetzt natürlich genau in das Fahrzeug gekommen, was am weitesten weg ist von meinem Ganzen. Das sieht hier sehr schwer nach Waage BGA oder so aus. Müssen wir gerade mal gucken, wo wir hier denn gelandet sind. Wo sind wir? Ach, da unten sind wir. Okay, mal gucken, was er hier hat. Hier ist definitiv ein Radlader. Gesteinbrecher. Ach so, hier ist ein Bergwerk. Dann so sieht das dann schwer danach aus. Man kann, glaube ich, mit diesen, ja, man kann hier bestimmt irgendwie Steine buddeln oder ähnliches. Ich versuche das mal gerade. Ich weiß nicht, ob das ist, wir könnten mal unsere Schuppe mitnehmen. Das ist schon irgendwie witzig. Da kann man sich so einen leichten Nebenverdienst mit bei holen. Ich habe das mal gesehen, aber ich habe das noch nie gemacht. Was sind das da vorne? Steine? Ich habe keine Ahnung. Also ich habe es, wie gesagt, mich hat es nie so wirklich interessiert. Ne, das sind die nicht. Ja, keine Ahnung. Der eine oder andere wird jetzt ja sagen, oh, Kacknoob. Ja, stimmt. da gibt es irgendwie die Möglichkeit. Das ist auf jeden Fall ein ziemlich fetter Radlader. Es hat natürlich schon einen gewissen Charme. Was ich irgendwie, vielleicht muss man da unten hinfahren. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht muss man das Ganze auch erst kaufen. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß nicht. Auf jeden Fall kann man hier bestimmt ein bisschen Gestein machen. Das würde sogar mit einer riesigen Förderschnecke. Naja, mal gucken. Sieht optisch sehr, sehr schön aus. Genau, hier hatten wir noch so einen Teleskoplader dabei. Dann haben wir, oh, man kann hier direkt in Bäume investieren, wenn man möchte. Das ist natürlich vom Starten her schon ziemlich geil, muss ich sagen. Ob man das gut mag oder nicht, das ist jetzt erstmal egal. Wichtig ist, man hat hier die Möglichkeiten, sehr, sehr viel ja, auszuprobieren im Standard. Das ist wirklich cool. Dann haben wir hier noch einen kleinen, so einen Mini-Lader. Noch einen Mini, ne, so einen Gabelstapler haben wir hier. Beim Shop, also wenn man direkt hier die Paletten verladen möchte oder so, noch ein Gabelstapler. Okay, der steht aber, glaube ich, hier bei mir schwer auf dem Hof. Zumindest. Ah, jetzt sind wir dabei. Also, oh, T560 ist okay, oh, definitiv ist okay. Ein Valtra GF105 in diesem geilen Grün, das mag ich ja echt, muss ich sagen. Wobei bei uns sind keine Valtra-Treckers, die so rumfahren. Müssen wir überlegen. Ich glaube, ich habe mal einen gesehen, aber es ist schon. Naja, egal. Was war das hier? Das war ein N135. Dann haben wir einen kleinen Vario. Das macht hier so die ganze Hofarbeit, würde ich mal meinen. Dann haben wir wieder so ein Mega-Monster mit einer Silagegabel. Hier ist auch auf jeden Fall die BGA dabei. Also, das ist. Also, das sind schon richtig fette Maschinen. Und wir sind schon wieder hier. Also. Interessante Auswahl an Geräten, wenn ich das mal so sagen darf. Hier sitzt ein richtig fettes Güllefass. Wir gucken uns gleich mal die Geräte nochmal selber an. Also Spritze und ein Flug. Ein kleiner Flug ist nie verkehrt, würde ich gar nicht verkaufen. Gibt jetzt nicht so mega viel Geld, aber wir können halt Felder anpassen und das ist echt schick dabei. So, hier sind die ganzen Kühe etc. Das sieht alles sehr, sehr schön aus. Hier sind hier Einfüllstutzen und ähnliches. Hier ist ein kleines Wasserfass, das reicht in der Regel auch. Das hier ist ein Feld, was Kalk benötigt, mir aber nicht gehört. Das ist nicht schlimm.
optisch ein Traum, muss ich einfach so sagen. Ich mag das, wenn das so ein bisschen verwildert ist, weil die Leute halt, ja, weiß ich nicht, das ist ein Bauernhof, ne? Und das ist keine Arztpraxis oder so, oder kein OP-Tisch, das ist ein Bauernhof, ne? Und das darf auch mal ein bisschen unsteriler aus, wenn ich das mal so sagen darf. So, das ist natürlich ein schönes Feld hier, schön quadratisch, praktisch gut, das ist in Ordnung. Hier ist nochmal ein größeres Feld, welches mir nicht gehört. Das könnte man natürlich auch ein bisschen zusammenziehen. Das ist eine interessante Auswahl, weil wenn ich jetzt hier so rübergehe, das Feld 54 und hier kommt das Feld 55 dann nachher. Und hier kommt noch mal eine Wiese, glaube ich, ne? Ja, Gras im Wachstum. Ja, interessant, da gibt es dann noch ein anderes Feld. Muss ich mal gerade noch mal einmal in den hier reinhüpfen, weil hier sind wir ein bisschen ab vom Schuss. Schöne Lagerhallen hier, ne? Also super toll zum Unterstellen. Ein relativ breites Schneidwerk, würde ich mal sagen. Messen wir gleich mal. Steht es vielleicht sogar dran? Nein. Das sieht cool aus. Komm. Also es ist alles ein bisschen verteilt, deshalb gucke ich jetzt mal lieber hier in der Garage, was wir wirklich haben. Also, wir haben zwei Trecker. Der eine mit 145 PS, der eine mit 110 PS. Okay. Kann man mit starten, sind halt Kompakttraktoren, also die kleinen Mähdrescher. Das Ding hier, das ist nicht schlecht, definitiv nicht schlecht. 10.000 Liter passen da rein, also für die Größe der Felder, cooles Startguthaben, muss man einfach so sagen. Frontlader, ja, hier haben wir einmal das kleine Ding davon, das war auch in Ordnung. Anhänger. Wird nicht mein Freund, sage ich jetzt schon, aber mit 18,5 Kubik auf jeden Fall für die Karte mit der Größe der Felder. Total ausreichend. Ist halt mit einer beweglichen Deichsel. Jeder, der meine Videos kennt, weiß, dass ich dafür zu doof bin. 7,6 Meter Schneidwerk, das ist vollkommen in Ordnung. Ich denke mal, ihr könnt hier locker noch ein größeres dranhängen. Das ist überhaupt kein Problem. Das Einzige, was ein Problem sein könnte, wäre vielleicht die Karte. Die sieht mir nicht so groß aus. Gucken wir uns gleich nochmal genau an. Meine Einschätzung, meine erste. Ja, der Flug, der kleine, super Ding. 160 PS braucht er. Ist natürlich ein bisschen doof, weil unser stärkster Trecker nur 145 PS hat. Genau, ein kleiner Grubber, ja, ist so in Ordnung. Ja, also macht man auf jeden Fall erstmal nichts. Oder ein Kreiselengel, ist ja egal. Dann die Seetechnik hier, die Amazone. 3 Meter, ist in Ordnung. Also kann man mit starten. Die Spritze hatten wir dabei. Ein Güllefass, das ist natürlich auch ein ganz schöner Ballermann, ein Güllefass. 165 PS, wird eng mit den Treckern. Ihr müsst bedenken, hier geht es ganz schön bergauf, bergab. Also müssen wir mal gucken. Mähtechnik, so ein kleines Ding dabei, vollkommen in Ordnung. Dann haben wir hier den Wender, genau, ja, also für Kühe etc. pp. Tierhaltung dann nochmal dabei. Ist natürlich toll, jetzt auch mit den ganzen Lagern, die wir haben, mit Ballenpressen und dann, also dass wir Ballen einlagern können. Das ist natürlich super. Schaufel ist immer gut, das ist auch ganz gut. Was ich jetzt nicht gesehen habe, ist der kleine Vario. Und den Gabelstapler und die anderen Fahrzeuge, die kann ich dementsprechend, würde ich sagen, weil sie mir nicht gehören, auch nicht verkaufen. Ich kann sie zwar fahren, quasi umsonst leihen, muss man mal gucken, wie sich das dann so verhält. Aber nichtsdestotrotz in Ordnung. Ja, nettes, interessantes Guthaben nenne ich es jetzt mal so gesehen. Das sieht wirklich sehr, sehr toll aus. Guthaben ist auch ein gutes Stichwort. So, wir sind, muss ich mir gerade mal gucken, das hier ist unser Hof. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Feld dazu kaufen will, dann kostet das 40.000. Das Lager hier kostet 47.000, das größere hier kostet 64.000. Das ist in Ordnung. Damit kann man wirklich leben. Also, das muss man einfach mal sagen. Guck mal, hier oben gehört mir auch noch ein Feld. 50.000 wollen die dafür haben, wenn man das verkauft. Ja, kann man auf jeden Fall mal machen. Also, Ackerland, was gibt's hier? Ah, hier kann man alles kaufen für 11 Millionen. Also das ist ein bisschen viel, aber gut, es ist natürlich auch sehr viel Fläche, muss man fairerweise sagen. Ist ein bisschen Käse manchmal, weil wenn ich jetzt zum Beispiel, ja, einen leichten Nachteil sehe ich hier, oder kann ich das dazwischen? Nee, ich weiß nicht, vielleicht ist auch ein Clipping-Fehler dann dabei, weil wenn ich das nämlich kaufe und ich möchte zum Beispiel hier diesen Weg zum Beispiel verändern, dann muss ich das große Ding erst kaufen und 11 Millionen habe ich jetzt nicht auf der hohen Kante. Deshalb gibt es oft in Karten diese Zwischenstücke. Also hier ist natürlich sehr viel Wald dabei, sehr viel Kapital, muss man auch sagen. Oft manchmal so für so einen ganz kleinen Betrag dabei. Aber ist nicht schlimm, es soll das Ganze nicht schmälern. Hier haben wir noch ein Feld, 115.000, ja, und hier nochmal 36.000. Also ist für alle was dabei, ne? Also wir haben hier was Quadratisches, wir haben hier was bisschen komische Formen dabei. Das muss man mal sehen. Ich bin ja ein großer Helfer-Fan, aber ja, ich denke, da sollte man trotzdem was mit anfangen können. Genau. Ja, das ist wirklich lustig hier in dem Steinbruch. Jetzt will ich mal gucken, wenn ich den Steinbruch, ob ich den irgendwie kaufen muss oder ähnliches. Das würde mich auch noch mal interessieren. Ich muss den ganzen, also das glaube ich nicht. Jetzt will ich es einfach mal wissen, ob ich hier irgendwie runterfahren kann oder ähnliches dabei. Wenn ich jetzt schon hier bin mit dem Ding.
Ansonsten gucke ich mir das noch mal in Ruhe an. Also optisch auch, wenn man das jetzt hier so sieht, das ist eine ganz, ganz schön gemachte Karte. Das muss man einfach so sagen. Es gibt Karten, ich würde mal meinen, meine, die ich aktuell fahre, Brosum ist jetzt nicht so schön. Muss man da fairerweise mal sagen. Aber, also mal gucken, wie kann man hier noch dieses... Ich weiß nicht, wie das geht, keine Ahnung. Es kann auch sein, dass ich es kaufen muss. Ich weiß es, ich habe es noch nie gemacht. Ist das auch der Kalkhaufen? Irgendwie wird das ja mit sein, weil hier ist ein Kalkwerk, hier sind riesen fette Gabelstapler, Radlader, so. Und da wird man natürlich irgendwie was auch raus. Ich fahre jetzt einmal gerade hier unten hin. Vielleicht gibt es hier was zu holen. Ich weiß es nicht. Voilà. Ne, hier soweit nix. Hier ist auch nix. Ja, keine Ahnung, das will ich jetzt auch nicht das ganze Video mit verplempern. Gibt es bestimmt hier die ein oder andere Möglichkeit, das zu machen. Vielleicht ist auch einfach nur alles Show und ich kann damit einfach durch die Gegend fahren, wenn ich möchte. Cool ist natürlich auch mit der BGA, dass da so ein fetter Radlader steht. Ne? Also das ist natürlich, da könnt ihr natürlich richtig, richtig fett mit beladen. Das ist schon ganz cool. Genau. Ja, hat was. Definitiv hat das was. Sehr schön. Wir gucken uns mal gerade die anderen... Wörtlichkeiten. Hier war noch das Sägewerk. Sieht auch sehr schön aus. Kann man natürlich mit dem Harvester ein bisschen verladen. Also, weil es ist ja kein Harvester, aber nur Verlader, aber könnt ihr dann mit der Kettensäge schön mit dem Fichtenmoped da reinmachen. Verkehr gibt es auch. Das ist das erste Auto, was ich sehe. Ich habe jetzt aber auch nicht so drauf geachtet. Ich sehe da hinten kein Auto und ich sehe da jetzt gerade nur das eine Auto, was abgebogen ist. Das ist, finde ich, sehr gut, denn es zeigt mir, dass es nicht zu viel Verkehr gibt, weil ich finde manche Karten, da ist so viel Verkehr und gerade hier, das ist Pampa, machen wir uns nichts vor, hier wohnen fünf Leute, so gefühlt, das ist halt irgendwo am Arsch der Welt und da fahren die 50.000 Autos lang, außer dass irgendwie, weiß ich nicht, wenn man jetzt hier in Nordrhein-Westfalen die Sauerlandlinie fährt, da hat man halt manche Ortschaften, da fahren momentan sehr viele Autos durch, weil die alle zu doof sind, eine Brücke zu bauen. Aber das ja, ist halt nicht in jeder Ortschaft so. Genau. Ja, sieht auf jeden Fall sehr, sehr cool aus. Hier ist nochmal ein... Was ist das? Was macht der denn? Jetzt will ich mal gerade gucken. Ach, den kann ich leider nicht nehmen. Ne, der steht nur zur Zierde hier einfach. Das ist einfach nur nichts. Hier ist der Gabelstapler dabei. Keine Ahnung. Ich dachte gerade, es sah so ein bisschen danach aus. Egal. So, düsen wir mal eine Runde rum. Dafür nehmen wir uns aber am besten irgendwie einen Trecker, mit dem wir ein bisschen was machen können. Zum Beispiel den hier. Warte mal, der fährt 43 km/h, fährt der andere, der fährt 50 km/h. So. Einfach mal, damit wir so ein bisschen schneller gerade gucken können. Achso. Okay, der ist natürlich jetzt hier Automatik und der andere nicht, aber also der hier ist Schaltung und der andere nicht, aber ist egal. Machen wir einfach gerade den Gang rein, der sollte es ja irgendwie hinbekommen. Auch hier Gewächshaus direkt am Start, sieht super aus, wenn ich das mal so sagen darf. Also optisch wirklich super. Hier Fahrsilos, zwei dicke Dinger. Und richtig toll hier sind mit den Kurven. Also hier, dass hier der Kies liegt und so weiter. Das ist richtig toll. Ihr kommt hier hin, ihr schmeißt es runter und dann fahrt ihr im Kreis und fertig. Und ja, wenn ihr dann irgendwo was beladen wollt oder ähnliches, dann ja, das ist super. Man sieht hier richtig, wo quasi der Vorgänger in Anführungszeichen langgefahren ist, wo der Weg platt gefahren ist oder wo ein Weg angelegt wurde. Auch das ist, guckt euch das hier an, das sind tolle Texturen. Ne? Das ist hier, ich fahre nach links weg, ich fahre nach rechts weg. Ne? Man könnte jetzt noch sagen, man könnte ja, obwohl von da ist es meistens, kommen wir hier mit sauberen Dreck. Ist egal, also es ist einfach nur ein cooles Detail. Ne? Das ist richtig, richtig schön gemacht. Da hat sich jemand wirklich Gedanken gemacht dabei. Auch wenn man hier so runterfährt, das ist ja total idyllisch. Also am liebsten würde ich mir hier das direkt mein Moped holen und dann hier langfahren. Das ist ja richtig tolle Strecken. Also optisch super, wirklich, richtig toll. Gut, man kann sogar hier so langfahren, ne? Das geht auch, ne? Natürlich alles gekonnt. Ich fahre mal hier oben lang. Egal. Mal dann runterschalten. Ja, hier hat man natürlich... Ne, guck mal, hier kommt der Trecker schon so gerade mal so hoch. Ja, also gut, man könnte jetzt vielleicht mit der Schaltung ein bisschen was anderes machen. Aber ich will nur sagen, die Trecker, die ihr habt, die sind natürlich für solche Sachen nicht ganz so. Also ich würde da durchaus noch mal ein paar PS oben drauf setzen, weil es sonst einfach keinen Sinn macht. Das ist ja geil mit der Baustelle hier. Guck mal, selbst die blöde Ampel hat Solar. Wie geil ist das denn? Ja. Also, das ist schon ziemlich cool. Ich frage mich natürlich, warum hier eine Ampel ist, weil hier geht es einfach, hier ist keine Straße, aber egal. Das ist richtig, richtig toll. Wirklich, das hat was. Da hat sich jemand wirklich was gedacht. Ich kann es nicht oft genug sagen. Optisch eine ganz tolle Karte. Auch hier dieser Hügel mit den Bäumchen, das sind alle einzeln platziert. Ja klar, irgendwo sind dann die Texturen vom Landwirtschaftssimulator oder von jedem Computerspiel dann irgendwo begrenzt. Das sieht dann irgendwie, keine Ahnung, den Baum gibt es halt 50 Mal auf der Karte, aber hier steht nicht jeder Baum gleich neben gleich. Ne? Das ist schon ganz schick, muss ich dann sagen. Cool, also optisch wirklich schick. Hat was. Wir düsen mal hier noch ein bisschen durch die Gegend rum. Hier ist gleich unser anderer Radlader, den wir haben. Gucken, wo wir jetzt gleich rauskommen. Ich denke, hier wird die BGA sein.
Ist die BGA, ne? Ist der Friedhof, ne? Oldschool BGA. So, bisschen makaber, ne? Aber egal. So. Hier geht's auch weiter. Landhandel, okay. Der ist sehr interessant. Kann ich denn damit? Ne, der steht ja einfach nur rum, ne? Gemietet von dir. Okay. Gemietet dir. Ja, keine Ahnung. Also steht da irgendwie dabei. Guck mal, da hat sogar so eine Säge da dran, aber irgendwie kann man es nicht kaufen. Oder nicht fahren. Steht auch bei. Ich hoffe, dass ich dann. Ah, warte mal, da muss ich jetzt gerade mal gucken. Nicht, dass ich hier irgendwie. Ah, okay, es sind keine gemieteten Geräte da. Also es ist einfach nur eine. Dass er da so stehen kann. Deshalb steht er als gemietet drin. Was wäre natürlich schade, wenn ihr dann natürlich sagt, okay, ihr müsst ihr dann für diese ganze Zierde, für Deko Geld bezahlen. Und für Deko Miete zahlen. Ganz, ganz schlimmes Ding. Ganz schlimmes Ding. Meine Frau ist nicht da, da darf ich das sagen. So, also, müssen wir eigentlich wieder am Hof gleich zurück sein. Oder habe ich mir total verfahren? Da habe ich. Aber auch hier, guckt euch das an. Das sind ganz tolle Texturen, muss ich sagen. Da kann man nicht aufmachen, ist nicht schlimm. Sieht super aus, wirklich. Ganz toll, coole Karte, wirklich optisch, ganz fein. Wir gucken uns gerade mal hier. Also man muss natürlich sagen, ich gehe mal gerade hier in den Baumodus rein. Also, ist cool, als Shortcut, ne? Also Touchpad und dann nach oben drücken. Nee, L1 und dann Touchpad, so war das, mein Gott. Kennt ihr das? Ihr habt manchmal so Tastenkombinationen, die könnt ihr gar nicht erklären. Wenn mich jemand fragt, so zum Beispiel, ja, wie macht er das und das? Da muss ich ein Gamepad in der Hand haben und dann muss ich gucken, wie meine Finger gehen. Weil man das so verinnerlicht hat. Also, das hier ist ein Feld, das ist total helferkonform. Warum sag ich das? Wo bemerkt ich, der Oberhelfer. Ich fahre hier einfach einmal so runter, mach die Ecke hier gerade selber und dann lasse ich den Rest den Helfer fahren. Ne? So bleibt man ein bisschen im Schwung und kann das so machen. Das hier geht natürlich einmal komplett um das ganze Ding rum. Ja, pff, ist dann halt so, ne? Soll mal gucken. Ja, das Ding hier auch. Mein Gott, die Ecke da kriegt man auch hin. Das kriegt man auch hin, das Geschwungene hier. So ein bisschen gucken, dass er hier immer sauber abarbeitet. Aber das ist, fahrt er zur Not einfach rum und macht ein Rechteck raus. Ne? Also im Sinne von, ihr schneidet das Feld so gesehen aus. Hier ist mein Hof. Ja, das macht natürlich Sinn, hier irgendwie zusammenzufahren. Diese Ecke wird natürlich immer irgendwie. Ja, mein Gott, ist dann halt so, ne? Ist ja nicht schlimm, ist das hier. Kokain, ne? Nee, er ist einfach nur Kalk drauf, so. Also so die Felder von oben, das ist wirklich, das ist in Ordnung, ne? Also damit kann man wirklich arbeiten. Es ist ein bisschen geschwungener, also wie gesagt, ich bin aber ein bisschen reservierter, muss ich dann fairerweise sagen, weil ich sehr viel mit Helfer spiele. Der eine oder andere macht es vielleicht lieber so oder so. Ich sage aber jeder so, wie er das gerne mag. Ja, also ihr habt hier wirklich von großen Feldern bis kleine Felder, von geschwungenen Feldern bis Helferfeldern, nenne ich es jetzt mal einfach so. Sieht das eigentlich sehr gut aus. Leider kann man die Karte manchmal so ein bisschen Käse hier bewegen. Das ist ein bisschen blöd. Guck mal, hier ist noch ein Friedhof. Ja, hier sterben wohl viele Leute. Eins bestimmt irgendwie, ne? Ist natürlich eine katholische und eine evangelische Kirche, ne? Und vielleicht noch andere Glaubensgemeinschaften. Naja. Guck mal, hier kann man ein bisschen pölen, ist auch immer gut, ne? Fußball spielen, für die Leute, die es nicht wissen. So. Und, nein. Also wirklich, ihr habt hier alle Möglichkeiten der Welt, was zu machen. Hier ist eben diese besagte Baustelle gewesen. Auch das hier, ne, da steht halt einfach mal so ein bisschen Krimskrams rum und das ist genau das, was man will, ne? Das ist, also was ich cool finde, das muss man einfach so sagen. Das ist eine sehr schöne Karte, das kann man wirklich nicht anders sagen. Jetzt gehen wir nochmal ganz schnell raus, bevor wir nochmal weiter in irgendwelchen Hommagen an den Map-Designer gehen. Das ist wirklich schicki. So, dann gehen wir nochmal rein, machen wir nochmal hier mal neues Ding und jetzt gehen wir mal auf Mittel. Und machen die Karte nochmal an. Warum? Weil wir natürlich wissen wollen, wie die Karte so ist, wenn man ja, wenn man nicht den kleinsten Schwierigkeitsgrad hat. Es gibt manche Map-Varianten, da ist das einfach besser, wenn man so startet, muss man fairerweise sagen. Es gibt manche, das ist schlechter, das kommt halt auch nochmal dazu. Aber nichtsdestotrotz muss man halt mal einfach gucken, wie es denn so wird. So, also. Oh, ey, das ist wie gesagt die Ladezeiten. Ah, hat mich denn neulich noch einer gefragt mit dem PlayStation 5. Also ich finde, weiß ich nicht, zum Anfang kam mir das irgendwie ein bisschen fluffiger vor. Jetzt wird der eine sagen, ja, musst du vielleicht mal deine Festplatte defragmentieren oder weniger Mods installieren und so. Wenn ich aber die reine Power, die reine I.O. von dieser Festplatte sehe, dann sollte das eigentlich locker flockig sein. Naja, egal, was will man machen. Also, fangen wir oben wieder an mit der Küche. Sieht ganz schick aus, tolle Aussicht, ne? Also die Aussicht ist schon mal dieselbe. Wir gucken mal, ob uns irgendwas gehört.
so geiles Ding hier. Das ist ein geiler Sound, oder? Mega Sound. Egal, so. Also, wir haben ja auch das Ding. Und wir haben ja auch die beiden Dinger. Ja, das Ding haben wir auch dabei. Also, wir können die richtig, wir können die richtig so rumhantieren. Ihr seht alles. Das Ding ist so geil vom Sound. Aber es ist typisch so ein scheiß kleiner Gabelstapler. Die haben immer, weil die hinten mit, viele mit denen laufen ja auch mit Gas. Ne? Mit immer so eine Gaskartusche drauf, dann haben die diesen coolen Sound dabei. Aber der hört sich nicht so an, ne? Ach, das ist ein E-Wagen. Jetzt aber. Ah. Ja, gut, soll es auch geben, ne? Finde ich ja persönlich ziemlich cool, E-Autos, aber naja, etwas teuer. So, also das ist natürlich super, ihr habt das gleiche Equipment. Wir gucken mal gerade, ob uns irgendwas gehört. Uns gehört gar nichts. Ne? Aber wir haben 1,5 Millionen auf dem Konto. Also, gehen wir einfach hier hin, machen einmal hier, das gehört uns. Bam, kaufen. Dann gehört uns hier oben, glaube ich, irgendwie noch so ein Feld. Das glaube ich. Bam. Dann kommt hier unten, gab es noch irgendein Feld, ich habe es vergessen, welches. Auf jeden Fall ist das einfach der bessere Weg. Ihr müsst natürlich ein bisschen, warte mal, müssen wir das zurückzahlen? Nee. Also das ist natürlich schon super. Und ja, eigentlich ist das der bessere Start. Ne? Ihr habt mehr Geld, ihr habt das gleiche Equipment. Ihr könnt natürlich auch einen Teil vom Equipment verkaufen, das geht genauso gut. Ne? Also das ist überhaupt kein Problem. Fifi habt ihr auch irgendwo rumlaufen. Ja, Fressnapf. Was steht da wirklich? L3. Ach guck mal, hat mein Essen reingetan, habe ich noch nie gesehen. Das ist ja witzig. Ja. Guck mal, da kommt er! Oh, das ist ja ein niedlichen. Oh, braver Junge, ich habe eine Trophy bekommen. Ich habe jetzt eine Trophy bekommen für 100. Seht ihr mal, wie sinnvoll ich dieses Addon sehe. Naja, egal. So, hier ist ein Tamagotchi selber füttern, wenn er möchte. Was ist das denn hier eigentlich? Butterherstellung, Käserei. Ah, wie geil ist das denn? Ah, ah, ah. Kann man den hier auch rein? Tür öffnen. Ach, guckt euch's an. Ja, guckt's euch an. Produktion, guck mal, hier könnt ihr Butter machen, Käse. Und Heu trocknen könnt ihr auch. Das ist ja cool. Das ist ja richtig geil. Guckt euch's an. Also, Heutrockner ist nochmal woanders, aber das ist richtig cool. Das hat was. Besuchen. Mal gucken. Ah, hier ist der Heutrockner. Ah, guck mal gerade hier im Tageslicht rein. Okay, das hat natürlich. Ah, das ist direkt der Kuhstall mit Heutrockner. Wow. Jungtierkuhstall. Haupthofkuhstall. Ach so, es gibt einen. Oh, es gibt einen Kuhstall für Jungtiere. Da könnt ihr bestimmt kein Futter verwenden oder irgendwie so ein Quatsch. Warte mal. Jo, das ist geil. Jungtierkuh, Haupthof, Kuhstall, Pferdestall in L-Form. Pferdestall in L-Form direkt verkaufen. Braucht kein Mensch. Aber das ist ja, das ist richtig cool. Das ist richtig geil. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Da muss ich mir ein bisschen reinfuchsen, wenn ich sowas machen würde. Also, das ist jetzt Viehhandel und der geht dann in den. Achso, hier kann ich das Vieh direkt kaufen und dann muss ich es dann da einlagern. Okay, okay. Oder weil es mir nicht gehört. Das kann natürlich auch sein, ne? Ah, da kann man auf jeden Fall noch mal ein bisschen Zeit mit verbringen. Definitiv. Ne, das gehört mir definitiv. Okay. Jetzt habe ich da ein Tier reingesetzt und jetzt habe ich. Also mal offen hier. So, Tiermenü öffnen. Ja, die hätte auch noch mal hier. So, jetzt will ich mal einfach nur gerade testen, ob ich jetzt. Ach man. Tiere. Jetzt habe ich genau Haupthof. Und, ah, das ist ja cool. Dann könnt ihr wirklich das alles so umsortieren. Das hat ja wirklich was. Das ist ja richtig cool. Jetzt hätte ich mir natürlich noch mal anders machen können, indem ich dann, muss mal gerade wieder zum Hof springen. Das ist echt interessant. Das ist richtig cool. Also das ist mal was, was ich ziemlich nice finde, wo man auch wirklich sagen kann, okay, dafür würde es sich sogar lohnen in die, jetzt kann ich mir natürlich hier auch mal ein anderes Schwein, Schwein, ja, eine andere Kuh kaufen, dass ich einfach jetzt noch mal sehe, okay, das ist der Jungtier. Ja? Na, nachher. Weil die brauchen ja kein. Ah, ich glaube, die brauchen nur ein bisschen Stroh und vielleicht ein bisschen Heu oder so. Meine ich. Weil die noch keine Milch geben. Und die geben ja erst Milch, wenn die quasi, ne? Also jetzt müsst ihr wieder im Bio aufpassen. Eine Kuh gibt erst Milch, wenn es ein Kind kriegt, ne? Also ein Kalb nennt sich das dann. Und das ist so bei uns Menschen auch so, ne? Also so mal. Naja, auf jeden Fall, das ist cool. Das ist richtig toll gemacht. Ihr habt hier die Möglichkeit, beides da reinzusetzen. Und jetzt will ich nochmal eine Sache gerade schnell testen, bevor das Video noch wieder zu lange dauert. Ah, ich habe 10 Jungtiere, kann ich hier halten in dem Ding. Also so als Auffangstation oder wie auch immer. Und hier kann ich 85 große reinpacken. Das ist schon cool. Also das ist wirklich nett. Weil das Geile ist, dann habt ihr nämlich die Jungtiere, die auch hier separat getrennt sind, verbrauchen nicht das Essen von den anderen.
Das ist ziemlich cool und hat was, weil das dieser Trick in Anführungszeichen oder diese Spieldynamik wurde mir nämlich auch erst erklärt. Das hat was, definitiv. Das ist cool. Also, kann man machen. Gibt es denn hier noch andere Tiere irgendwie so? Schweinestall. Hier sind wir dabei. Da gibt es ein. Weil zum Beispiel Schafe, hier gibt es Hühner, wenn man möchte. Komm, Hühnerweide geht immer. Was gibt's hier? Ach, Bienenzüchter. Bienen. Bienen sind auch schön, ne? Ich mag Bienchen. Hummeln finde ich aber noch viel schöner. Hier sind Pferde, Pferde in L-Form. Guck mal, mit Dings oben drauf. Würde ich verkaufen. Naja, kann man auf jeden Fall machen. Das sieht auf jeden Fall alles ziemlich cool aus und ich kann nur sagen, das ist schon ziemlich geil, das Ganze. Also das hat was, definitiv. Schöne Karte. Ich gehe noch einmal ganz kurz raus, damit wir einmal kurz noch die Übersicht ansehen können. Und danach würde ich dann euch auch entlassen. Also Karte. Dann gibt es hier Galgenberg und das Willkommen in Kirchen, einem Teilort der großen Kreisstadt Ening-Donau am Rande der Schwäbischen Alb. Oh, schöne Gegend da. Die Karte ist angelehnt an die landschaftliche Darstellung des Ortes mit dem Originalnachbau eines Ho Haupthofes und den Straßenverläufen. Das ist natürlich toll. Ein Bauplatz zum selber bauen, haben wir eben gar nicht gesehen. Also es sind so viele Sachen immer. Das ist richtig toll. Wirklich eine ganz tolle Map mit ganz, ganz viel Liebe mit dabei. Wenn man das so, darf man das sagen? Ja, darf man sagen. Cool. Wirklich schöne Karte. Vielen Dank für den Tipp, dass man die sich mal angucken sollte. Aktuell habe ich noch ein paar Sachen auf meiner aktuellen Karte zu erledigen. Aber nichtsdestotrotz ist das wirklich sehr, sehr schön. Das muss man einfach so sagen. Genau. Ja, also, wenn ihr eine neue Karte suchen solltet, ihr habt die, ja, ich nenne es immer Vor- und Nachteile dieser Karte gesehen. Was mir eben doch so eingefallen ist, positiv aufgefallen ist, die Felder waren meistens schön gerade. Also, da waren viele Felder wer jetzt nicht so am Hang arbeiten möchte, weil die Maschinen da wirklich arg versagen. Aber das sah wirklich gut aus. Wir gucken mal. Naja, also, ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Dementsprechend würde es mich natürlich sehr freuen, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen würden, wenn es wieder heißt Landwirtschaftssimulator 2022. In diesem Sinne, bleibt gesund, haltet Abstand, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.